Das Besondere für mich an 4blocks ist, dass man sich frei entfalten kann, auch als Schauspieler. Die Authentizität, den Look. Ich mag, dass es so einen Drive hat. Dass es nicht so ist wie eine typische Art von deutschen Film oder Serie. Die ganze Geschichte. Das ist, finde ich, etwas, was noch nicht so in der Form erzählt wurde. Warum bringt ihr meinen Bruder in Gefahr? Hä? Ich habe Angst vor dir, Toni. Man wusste, da gibt es arabische Clans. Man wusste, es herrscht Kriminalität, aber man hat nie da reingucken können. Das Schöne ist, dass man Leute zeigt, die möchten eigentlich nichts anderes, als was die Deutschen auch wollen. Nämlich, sie wollen einfach nur ein einfaches Leben führen und bürgerlich werden. Du weißt, wie das ist, wenn man nicht aufhören kann. Ich mag, dass es den psychologischen Aspekt hat, dass es sehr viel tiefer hat. Gott sei Dank hat diese Serie Toni und Abbas. Weil wenn die Serie Toni und Abbas nicht hätte, wäre die Serie nicht die Serie. Das ist einfach der Fakt und Punkt. Wir verraten unsere Brüder nicht. Verstehst du? Familie ist heilig. Das war das erste Mal, wo ich als Schauspieler auftrete. Und ich habe mir vorher die Bücher durchgelesen und so. Und habe gesagt, wenn, dann da. Also ich habe schon mehrere Angebote gehabt. Aber ich habe mir gedacht, ich kann meine Fresse nicht für etwas anderes verbrennen. Ich muss warten, bis was Richtiges kommt. Und da war Latif wie auf die Haut geschnitten. Mach jetzt nicht so ein Gesicht. Deine Zeit kommt noch. Was mir an 4blocks gefällt, ist Abbas auf jeden Fall. Seine Energie, seine Aggression und doch zugleich sein Humor. Und er kann echt lustig sein. Und er hat eigentlich sein Herz am rechten Fleck. Er will ja eigentlich nur das Gute für die Familie. Miteinander, füreinander, Rücken an Rücken. Ganz am Anfang, als ich das Buch gelesen habe, war mir klar, dass ich, wenn ich eine Frauenfigur bei 4blocks spiele, dann möchte ich unbedingt Amara spielen. Weil diese Zerrissenheit, in der sie steckt, so unfassbar interessant ist. Weil sie ein Familienmensch ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen starken Willen hat und mehr möchte vom Leben als das, was sie hat. Sei stark. Eine Serie, die auf der Straße spielt, eine Serie, die eigentlich die Probleme der Einwanderer zeigt, die Leute, die hierher kommen, nicht die Möglichkeit kriegen, wirklich offiziell zu arbeiten, Verbrecher werden müssen und dann versuchen, eigentlich wieder bürgerlich zu werden. In unserem Geschäft wird man nicht alt. Wir müssen jetzt abgreifen, was geht. Also mir gefällt am besten an der Serie, dass alles damit anfängt, dass hier jemand herkommt nach Deutschland und irgendwie 13 bis 15 Jahre nicht arbeiten kann. Das ist nämlich genau dasselbe, ist meinem Vater passiert. Und damit versucht man halt einen Ausweg herauszufinden. Manche kommen in eine Ohnmachtsposition. Das heißt, dadurch, dass sie den ganzen Tag nur zu Hause sind und vielleicht auf die Kinder aufpassen und eigentlich keine sozialen Strukturen oder Kontakte auch haben und nicht mit diesem Umfeld in Kontakt kommen, was hier so normal ist und in ihrer Gesellschaft, in der Community bleiben, kommen sie in einen Zustand von Ohnmacht, dass sie sozusagen nichts bewirken können, nichts tun können. Und Toni ist einer, der nicht in diesen Zustand fällt, sondern reagiert. Dadurch, dass er halt sagt, okay, wenn ich nicht arbeiten darf, ja, dann mache ich das eben ganz anders. Dann arbeite ich schwarz, beziehungsweise ich werde kriminell. Scheiße, du hast recht. Es ist einfach das Original. 4blocks wird für immer halt Legendenstatus haben, weil es das erste Mal ist, dass wirklich das Thema arabische Großfamilien aufgegriffen wird und zu einer Serie thematisiert wird. Keiner kommt an uns vorbei. Gar keiner. Hat es dir gefallen? Hier gibt's noch mehr. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.